Wir fangen an mit Papa Platte. Heute ist ein guter Tag. Twitch am Limit, Leute. Let's go. Ju hat Hühner. Ja, Digga, bei dem ist auch alles nicht mehr. Also, da stimmt doch gar nichts mehr, Digga. Los und die Glocke klingelt. Das ist Twitch am Limit. Kein Ach du Scheiße. Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch am Limit. Ach, Digga. Also, mein Angebot steht immer noch Pain im Ring, dass wir uns heute nicht dissen. Der kann ja nur mit sowas gehen. Ich vorher Waffenruhe ein. Ja, ich hab mein Maul jetzt. Du hast wieder angefangen zu fronten. Few moments later. Mann! Hey, du Hurensohn! Ups, Digga, das hat aber gut geklappt. Wenn ihr nackelig auf dem Bett liegt. Ich glaube, das kann ich alles nicht zeigen. Hey, ey! Das war ein Stück Fleisch! Kann ich. Was für ein Stück Fleisch, lecker, Digga. Was sagen? Ja, nice. Guck mal, wo sind Caruso, sie? Haben die so einen richtigen eine Regel, tollen Ehrenplatz? Schon mal eine Regel, Caruso. Deine scheiß privaten Gespräche kannst du woanders. Plus eins. Oh, und die andere Regel ist, Chef Strobel hält dauerhaft die Schnauze. Genau, so sieht's nämlich aus. If you take a sweet potato and put it in water, it will start to grow. Ja, ob. Der sagt wieder irgendwas Dummes. Hier soll das doch bei einer normalen Tomate auch so. Mhm, ja, alles klar. Mhm, Kevin, halt deine Fresse. Ihr wisst nicht, wie smart ich heute war. Oh mein Gott, ich hab's noch nicht erzählt. Okay. Ich bin so fucking intelligent. Mhm. Ich hab vor dem Stream Essen bestellt für den Stream. Ich hab mir vor 3 Stunden Essen bestellt für 18 Uhr. Ich dachte mir gerade, ey, ich hab Hunger. Und dann dachte ich mir so, damn, dude, ich hab schon bestellt. Wenn das der Maßstab für Intelligenz bei Kevin ist. Ich krieg Gänsehaut, ich muss wieder den Ofen anmachen, mir wird's jetzt so kalt, wenn ich sowas Dummes sehe, krieg ich nur Ausraster, also. Ich kann Essen heute nicht vergessen, Bro, weil es kommt gleich an. So fucking smart, Bro. Wait, oder hab ich bestellt? Oh. Digga. So, geil! Amar, du hast den größten Schwanz, den es gibt, das ist unfassbar, ne? 27 Zentimeter, 27, Bruder. Oh. Bitte? 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 Ich nehme dir den Mund. Und ich in den Arsch. Micky nimmt wirklich alles für ein bisschen View in den Arsch. Das ist geisteskrank. Wirklich. Ganz kurz zur Tür. Wir kriegen Besuch. Also Leute, meine Schwester ist gerade zu Besuch. Schatz. Ist mir auch schon mal passiert. Ich habe eine Schwester, die sieht meiner Freundin übertrieben ähnlich. Und ich bin mir nach Hause gekommen, besoffen und hab aus Versehen meine Mutter gefickt. Na klar, oder? Freut mich, wie ich das hier bin. Morning, girl! So tell me, girl! Das war ein Korb. Digga! Au! Crime Stage für den Prime. Ja, klar, klar, natürlich. Für den Euro, boah. Ich bin heute krank und ultra motiviert auf den heutigen Stream. Nice! Wann kommt deine... Digga, wenn der mit 30 Uhr laufen kann, dann würde es mich wundern. Ich kenne keinen, der seinen Körper so zurichtet wie Papa Platte. Der raucht, der säuft, der kifft, der kokst, der frisst nur Scheiße, macht keinen Sport, schläft 4 Stunden und zwar schlecht und hat regelmäßig Geschlechtsverkehr mit Frauen ohne Kondom. Na klar. Also dieser... Was ist das, Chat? Das ist einfach zu schnell. Last Run Magic. Wenn du es in 5 Versuchen schaffst, 20 Bomben, wenn nicht 20 H-Stream. Nein. Last Run. Last Run Magic jetzt. Ich hab ein gutes Gefühl, Chat. Carsten, Digga, so ein Tryhard, ich liebe ihn dafür. Momentum, Chat. Hello, Chicks, pray in the Chat. Ich hab Momentum! Ich hab Momentum, Digga! Momentum! Nee, neue Runde, neues Glück. Ja, alles klar, Digga, nicht süchtig. Wirklich sehr schwierig. Widerlich. Came in like so, Mann. Ach du Scheiße. Kevin? 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 Männers, an die Schifframpen.
Ah, Glücksspiel, chillig. Ja, Digga, der hat sich erstmal selber genockt. Was für du, Lul W, Chat, shut up. Ich werde dich in die Lava fallen. Wie bist du da hingekommen? Hier. Eckeingang. Also ich glaube, das machen, also... Da hat Kevin doch wieder nur den viralen Clip gesehen, oder? Ja, ich hab da auch gar nicht gewartet. Du bist extrem süchtig, seh's endlich ein. Würde ich nicht sagen. Mit der Nummer 9! Der arme Geringverdiener. Der arme mit Alzheimer hier vorne. Ach man, der arme Rentner, Digga, dem muss man wirklich helfen. Ey, wo ich das gerade gesehen habe, Chat, da muss ich an diese Werbung denken von Super RTL. Ich habe mir letztens in der Badewanne, frag mich nicht, warum in der Badewanne, aber ich habe mir einfach einen kompletten Werbeblock reingezogen von Super RTL. Kevin? Kevin, in der Werbung kommen nur Kinder vor. In der Werbung sind wirklich nur Kinder. Das ist wirklich das Weirdeste, was du jemals gemacht hast, Kevin. Und du hast, als wir auf dem Weltrip waren, einfach ein Eichhörnchen gefickt. Ja, hier sowas in diese Richtung. Okay, ist ein bisschen weird, dass ich gerade erzählt habe, dass es in der Badewanne war und dann kommen so Kinder, die Twister spielen. Das ist ein bisschen... Ich weiß, es hat jetzt einen strange Vibe, okay, aber so... Ja, nee, klar. Ich denke mal, Kevin wollte einfach seine verpasste Kindheit nachholen, wo er die ganze Zeit zum Tanzen gezwungen worden ist. Smashdash, danke für den Sub. Ich glaube, ich kotze gleich. So war es nicht gemeint, Chat. Was ist denn für eine dumme Frage? Orange, was soll ich tun? Die Alte bei meinem Blind Date war meine Stiefschwester. Rein da. Oder ihre Mutter. Hey, war das gerade so politische Einstellung? Digga, 1:1 genauso gelacht damals, als der hingefallen ist. Als ich das Video gesehen habe, ich war nur am Lachen. Bisschen Buchse. Digga. Kauft euch doch einfach einen Noble Chair, ohne Witz. Was war das denn? Oh mein Gott. Schau mal ganz kurz zusammen nochmal. Hm? Das ist Papa Platte, oder? Aber Budget-Papa-Platte. Wen wir hosten? Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Ja, alles klar. Okay, ja. Yeah.